Hallo und herzlich willkommen hier bei Genuss 7. Wir haben heute hier für Sie von der Bodegas Adria den Adria. Jochen, was erwartet uns bei diesem Wein, der wie die italienische Küste heißt? Nicht unbedingt das typische Profil des italienischen Weins, sondern eher was Eigenes, was Spanisch-Spezifisches. Die Bodegas Adria liegt in Bierzo. Das ist ein Weinbaugebiet zwischen Kastilien und Galizien, also einem sehr heißen, warmen Teil von Spanien. Aber es ist wie das Priorat oder auch das Montsantgebirge, ist es so, dass die Weinberge so auf 500 Meter Höhe anfangen und dann teilweise bis auf über 800, 900 Meter Höhe hochgehen. Das heißt, mal tagsüber warme Temperaturen, aber nachts eine schöne Abkühlung, also eine gewisse Frische verleiht. Gut. Die Weine werden in der Regel aus autochthonen Rebsorten erzeugt, also beheimateten Rebsorten. Mhm. In diesem Fall ist es Mercia. Das ist eine traditionelle Rebsorte in Spanien, beziehungsweise hauptsächlich in Bierzo. Und in diesem Fall ist es ein Wein, der von ganz alten Reben kommt, die im Schnitt 55 Jahre alt sind. Okay. Jetzt, Rebsorte hast du gerade schon erwähnt. Kannst du irgendwie einen Vergleich ziehen? Wie kann man sich die Rebsorte vorstellen? Ja, das ist schwer einen Vergleich zu ziehen. Das ist so irgendwo. Ist eher so Richtung Tempranillo, also so typisch spanisch kräftig oder? Es ist eine kräftige Rebsorte, ja. Aber von der Aromaausprägung und von der Stilistik her natürlich nicht mit Tempranillo 100% zu vergleichen. Man kann so sagen, es liegt zwischen so Tempranillo und Merlot in einem praktisch. Tempranillo sehr weich, sehr rund wie Merlot. Und von den Aromen her kann es schon ein bisschen an die Tempranillo-Rebe. Okay. Gut, das klingt jetzt sehr interessant. Ich habe selbst noch nicht probiert. Die Reben wachsen übrigens auf Schiefer, Quarzit und Granitböden. Also ähnlich wie im Priorat. Priorat ist eine sehr interessante spanische Weinbauregion, die aber leider aufgrund der hohen Preise inzwischen dann schon nicht mehr ganz so interessant ist, wo es tolle Weine dort gibt. Das Bierzo ist eine Region, die das gleiche Potenzial hat, aber deutlich günstige Weine auf dem Markt sind momentan. Schöne dunkle Farbe. Genau, wir haben so ein dunkles Rubin, leichte violette Reflexe noch, was auf die Jugend hindeutet. Und ein dunkler Kern, also ein sehr konzentrierter Wein. Ja, in der Nase, alles was ein klasse Rotwein braucht. Wir haben Frucht, wir haben Holznoten, wir haben Gewürze, wir haben florale Akzente. Wir haben auch Alkohol. Und auch Alkohol, der auch mit rauskommt, richtig. Wie viel Prozent hat er? 14,5, wenn ich mich täusche. Ich muss kurz mal schauen. 14,5, genau. Ja. Okay. Also schon eine kleine Alkoholbombe. Na gut, ein Spanier mit 13 muss man erstmal finden. Ne? Richtig, aber hier merkt man auch wieder, der Alkohol ist zwar in der Nase wahrnehmbar, aber nicht irgendwie präsent, dominant. Er ist einfach nur, er wirkt sehr kräftig. Eine wunderschöne Noten von Brombeere, Pflaume, Kirsche ist dabei. Das war so was typisch ist für Mencia, ist so ein bisschen balsamische Noten, so Fichten, also ätherisch balsamisch Fichtennoten, ein bisschen so Fichtennadeln. Das ist ätherisch balsamisch. Genau. Ich hatte schon. Dann Zimt, Vanille, Zeder, Tabak, also wirklich sehr finessenreiches Bouquet. Aber auch immer wieder spürbar die typische Schieferwürze, die mit rauskommt, die vom Schieferboden herkommt, die dem Wein auch eine gewisse Frische trotz hohen Alkohols verleiht, dass wir nachher am Gaumen auch noch deutlich mehr spüren werden. Auch am Gaumen wieder. Er ist kräftig, aber jetzt nicht irgendwie alkoholisch oder nicht ausbalanciert, sondern wirklich balanciert, weil er sehr mineralisch ist. Ein straffes Säurerückgrat hat, das ausgleicht und viel Frucht. Ja. Ganz zarte Holznoten, mineralisch und auch wieder im Gaumen, dieses Frische, diese Schieferwürze. Ja. Das ist einfach dem Wein eine kühle Eleganz, sage ich immer, verleiht. Ja, richtig. So, das, genau das war das, was mir nur gefehlt hat, so ein bisschen, weil die Eleganz ist eigentlich, steht fast im Gegensatz zu dem, von dem Biss, den er hat. Ne? Richtig, genau. Er ist sehr warm, ja, aber trotzdem immer diese kühle Natur noch durch den Boden, ja, die durch den Boden kommt und die alten Rebstücke, die tief wurzeln und es auch aus dem Boden extrahieren. Und da muss man wirklich sagen, das ist ganz großes Kino. Vielschichtig, muskulös und einfach ein zupackender Stil. Ich habe gehört, so ein gewisser Parker hat ihm 92 Punkte gegeben. Das ist richtig, ja. Wie viel gibst du ihm? Es ist selten, dass ich Party überwerte, ja. Aber in dem Fall habe ich dem Wein 93 Punkte gegeben, weil er einfach wirklich ein absoluter Top-Wein ist und das Preis-Leistungs-Verhältnis außergewöhnlich ist. Okay. Gut, noch irgendwas ergänzend anzumerken?
guter Wein, wenn man Speiseempfehlung sucht, der Wein braucht natürlich sehr kräftige Speisen, weil er auch sehr kräftig ist. Aufgrund dieser balsamisch-ätherischen Noten passt er natürlich wunderbar zu Wildgerichten. Mhm. Ja. Aber kräftige Wildgerichte müssen sein. Aber natürlich auch zum Rinderbraten. Also, wenn Sie so einen spanischen Wein noch nicht getrunken haben, wie hieß die Rebsorte nochmal? Messia. Also eine Messia-Rebsorte noch nicht getrunken haben und nicht genau wissen, was zwischen Tempranillo und Merlot liegt, sollten Sie diesen Wein probieren. Damit laufend gehen Sie auf alle Fälle nicht schlecht. Und ich kann es auch jetzt nur empfehlen, sich da mal ein Fläschchen zu gönnen. Das war's von uns. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis dahin. Hier bei Genuss 7. Tschüss. Tschüss.